aus unserem Hause. Und ich freue mich, dass Sie so ein wunderbares Wetter mitgebracht haben. Also seid ihr, so sagt man es bei uns, alle brav. Das ist doch schön. Und ja, unsere Zauberer, die hier sind, die stehen und sitzen, euch darf ich ein ganz liebes Dankeschön sagen, dass ihr euch Zeit nehmt heute. Sonntag hätte jeder was anderes zu tun, aber das finde ich sensationell, dass ihr heute da. Und es hat sich ja schon gezeigt, dass das eine Institution darstellt. Frühschoppen und Jazz, da ist nur ein Name in Verbindung zu bringen, Jürgen sein. Bravo! Vielen, vielen herzlichen Dank. Bravo! Nur so Gott! So, dann lassen Sie mich mal ein paar Grußworte noch sagen, nämlich an Familie Fischer, die jetzt heute auch wieder da ist. Sie waren gestern schon hier und extra nochmal heute geblieben mit 12 Personen aus dem Raum Stuttgart. Und dann darf ich begrüßen die Familie Ferrari mit dem Fanclub, also aus Schaffhausen. Mugello. Natürlich. Ist ja nicht der Kacke, eh? Mit 16 Personen italienisch. Mit 16 Personen aus der Schweiz euch ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr heute da seid. Ihnen allen, liebe Gartenfreunde, natürlich einen wunderbaren Aufenthalt. Und dafür sorgen wir, und zwar am Einser. Und jetzt darf ich mal bitten, die drei Damen zu mir. Am Einser ist nämlich warmes Essen angesagt. Und dazu haben wir den Florian, ist er zufällig da? Nein, er muss umdrehen. Er muss umdrehen, genau. Und aber am Einser ist natürlich auch die Ulrike Weihrauch. Wenn Sie irgendwas auf der Seele haben oder irgendwas in Ihrem Herzen ist, wo Sie sagen, das muss ich loswerden, dann bitte bei ihr. Die Dame tritt hervor, sie ist die Größte, ist kaum zu verfehlen. Und sie ist am Einser, das nennt sich da oben dieses Zelt. Und die Petra ist für Sie da, Chefin oben in unserem Schlössle. Erkennbar mit diesem wunderbaren Hut, Petra. Und das ist unsere gute Seele vom FIB 2. Das ist da unten, da gibt es kaltes Essen, zum Beispiel natürlich auch kalte Getränke. Und Antipasti-Teller. Antipasti-Teller, egal mit welchem Wein Sie wollen, wir haben ihn unten. Und kalte Teller, aber heiße Frauen. So, euch liebe Jungs, darf ich da mal einladen zum Begrüßen. Ja, lassen Sie mich noch ein herzliches Dankeschön sagen an unsere Crew. Insgesamt 21 Personen heute für Sie da. Durch den Garten einmal hoch und runter sind 360 Meter. Und das ist schon respektwürdig, dass ich da mich bei euch bedanke. Seit heute früh um 7 Uhr sind Sie bereits hier, um alles so herzustellen, dass es halt einfach al dente ist. Zwischendrin machen wir noch eine kleine Pause und dann stoßen wir jetzt mal an. Herzlich willkommen. So, dann lassen Sie mich noch kurz erzählen. Das hat mich auch beeindruckt, ein paar Mal aus unserem Büro. Da hieß es dann, ah, was ist denn da alles drin bei den 18 Euro Eintritt? Ich rechne es mal kurz vor. Sind wir ungefähr 3,60 Euro für die Mehrwertsteuer. Und dann haben wir unsere GEMA, die verlangt nämlich pro Person, sage und schreibe 2,90 Euro. Und dann haben wir noch die Künstlersozialkasse, die ungefähr mit 3,7% zur Buche schlägt. Und weil die Schweizer Kapelle heute spielt, ist es doppelt bei uns in Deutschland. Also, jetzt können Sie es selber ausrechnen. Ich will nicht mehr wieder ausholen. Das ist alles drin bei den 18 Euro. So, also, und nun möchte ich eines loswerden. Und zwar nämlich die Sendung, die Sie ja heute hier erleben, heißt Garten, Kunst und Genuss. Und alle drei Elemente sind hier jetzt gefühlt zu spüren den ganzen Tag Sie erlebens. Und dass es so bleibt, darf ich mal eine Lanze brechen, nämlich für die Jungen, die jetzt Friday of Future sagen. Und ich sage jetzt einfach mal, ich finde es toll, dass Sie es gemacht haben. Natürlich ist der Ball noch nicht ganz rund, das ist völlig klar. Aber auf jeden Fall, die Politiker haben mal ihren Hintern etwas hochbekommen. Das finde ich ganz toll. Und dass das auch so bleibt, dass wir jetzt immer noch dann oder die kommenden Jahre so ein wunderbares Fest feiern können, dass die Pflanzen so auskömmlich sind wie jetzt momentan. Wir erleben es ja Land auf, Land ab. Wir sind hier noch gesegnet mit dem, was alles schon eingegangen ist an Pflanzen.
habe ich die Katharina Heuberger, und da möchte ich darauf hinweisen, Katharina Heuberger hat das ganze Regiebuch geschrieben für Bayern, das kennen Sie, mit der Biene. Aber man kann natürlich mit der Honigbiene nicht die Umwelt retten. Wir haben zwar einen Bienenstand unten, so als Demo, aber es gehört noch viele andere dazu, und da gehört der Dialog dazu zwischen Mensch, Fauna und Flora. Und das ist mein Credo schon die letzten 25 Jahre, wo ich das immer wieder sage. Die erste Veranstaltung diesbezüglich wird hier stattfinden, ungefähr, ich glaube, 20. oder 22. September, ist an einem Sonntag, jeweils von 11 bis 13 Uhr etwa. An diesem ersten Termin wird alles mal so durchgesprochen, über was reden wir denn, wenn wir über Umwelt reden. Und aber in der Folge gibt es 7 Veranstaltungen zusätzlich. Das geht dann bis nächstes Jahr, und wir werden das inhaltlich so gestalten, dass wir da auch Landwirte am Tisch haben, das sind dann Podiumsdiskussionen. Und wir schreiben es dann noch aus auf unserer Homepage. Und wer da mit dabei sein möchte, bitten wir einfach um Voranmeldung. Und dass wir die entsprechende Plätzezahl nicht überschreiten, weil es soll vorne in der Orangerie stattfinden. So, und es wird sehr hochkarätig sein, das darf ich Ihnen heute schon versprechen. Und es wird ohne Gnade gesprochen, sodass wir da politisch von niemand abhängig sein möchten. Und das darf ich von mir aus so sagen, dass das so ist. Und deshalb werden die nackten Tatsachen auf den Tisch gelegt, wird gesprochen und wird versucht, nicht eine Lösung zu finden, aber annähernd mindestens mal zu sensibilisieren, wer hat welche Aufgabe in Zukunft zu tun. Da sind wir nämlich alle miteinander verbunden. Und ich denke, das wird eine interessante Geschichte. Und da habe ich die richtigen Leute an der Hand. Der Wiedemann, das ist beziehungsweise von der Frau Heuber, der Mann. Er wird dann die Regie übernehmen, und da bin ich ganz gespannt drauf, auf dieses wunderbare Ergebnis, wo ich mir daraus erhoffe. So, nun wünsche ich, vielen lieben Dank, und nun wünsche ich uns allen natürlich einen wunderbaren Landlust-Tag. So würde ich mal sagen, oder? Fest auf dem Land, bei Fürstens, so sind alle übrigens angezogen, ein Riesenkompliment an Sie. Das gefällt mir unglaublich. Es passt alles zusammen. Also, Freunde, einen muss ich noch erwähnen, das ist der John. John ist einer der, sag ich mal, John, ich will es nicht übertreiben, aber ich glaube 4 in Europa oder 4 only on the world. Er spielt und singt zur selben Zeit an der Posaune. Sensationell. Er wird es Ihnen dann nochmal besonders betonen. Flavio, ciao. Einer der Solitärs. Und hi, natürlich der Schönste. Normalerweise haben wir früher bei der Band immer gesagt, die Scheune vorne, die Gute hin, aber jetzt, du triffst jetzt gerade beides. Gut, Leo, dir natürlich ganz lieben Dank nochmal, und ich freue mich drauf auf den heutigen Tag. Ich darf Ihnen auch sagen, wir werden, so wie die vergangenen Male, die Street Parade durch den Garten machen, sodass die, wo unten am 32er sitzen und danach auch zugutekommen mit der Musik. Dafür habt ihr hier oben dann ein bisschen einfacher, aber ihr könnt ja hinterher gehen, wir machen dann eine Polonaise. Also jetzt sind wir mal gespannt. Gut, in dem Fall bis später und gute Unterhaltung. Hallo, hallo. Dankeschön, Mann. Wir spielen noch ein Stück und machen eine Pause. Und natürlich sind wir auch glücklich, da wir beim Fürst von Bohlingen dürfen spielen. Wenn, dann gern der Fürst. Gartenfürst, ja.